Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Medieval Dynasty. Ich bin's Onkel Bogi und hier liegen die Kohlköpfe im Regal. So, ich bin hier reingegangen, weil ich wollte ja die Sachen wegbringen wegen Lebensmittel. Ich habe ja noch ein bisschen was zu essen hergestellt, damit die Kollegen im Dorf ein bisschen was zu futtern haben. Und was haben meine entzündeten Augen gesehen? Ja, ich hatte zwei Eier. Zwei Eier waren da gewesen. Da dachte ich mir, okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das erfreut mich. Dann bringen wir doch mal die zwei Eier weg. So, und dann kamen ja die guten Tipps von Edith, dass man oben, dass es der Herold da ist. An welche Richtung? Ist der Herold? Ah, das ist ein Hornika. In Hornika. Hier ist alles, worum du gebeten hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt und ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ich helfe gerne. Jetzt habe ich gerade gar nicht links oben geschaut. Wie viel Essen wir bekommen haben. Oi, ich meine, so einen Hahn, den übersieht man nicht beim Langlaufen, aber so ein kleines Huhn, da muss man echt vorsichtig sein. So, was macht unser... Hallo. Hast du was für Papa? Oh nee, du nicht. Wo ist denn der kleine Chef? Der Brezzi. Hallo, Papa. So, was haben wir denn ansonsten? Wir hätten zwei Gustovia-Quests. Lass uns doch mal einen Abstecher nach Gustovia machen. Mal schauen, was dort so anliegt. Oh, wir müssen übrigens auch... Fällt mir gerade mal so ein. Reparation. Verputzen, Reparatur. Wo haben wir denn was Kaputtes wieder? Die Hütten scheinen immer gut im Schuss zu sein. Da mussten wir, glaube ich, noch... Haben wir da überhaupt schon mal was repariert hier in den Hütten? Ich glaube, zwei Buden sind kaputt. Ach, das ist ein Schatten. Ich dachte eben gerade, das wäre schon... Dass es jetzt mittlerweile so verschiedene Grünstufen gibt, dass man schon so sehen kann. So, oh, okay, da ist was, da liegt der Hase im Pfeffer. So, wir müssen mal schauen, was das königliche Quest ist. Reicht es da, dass wir unsere Frau fragen, dass die mit dem Herold spricht? Sprech mit dem Herold. Was gibt's für Quests? Wer will was? Haben wir, sag mal, gibt's jetzt... Der mit der Glatze wäre gut. Baldwin, der passt vom Namen auch voll, weil er ein Ballhead ist. So, wer will noch was? Pass mal auf, lass uns mal gerade gucken. Oder? Lass mal gucken, was wir so wollen. Hallöchen, Kandidaten. 3, 3, 3, 3. Ach, schade. Baldwin kann nur eine Sache gut. Warte mal. Kommt hier unser Quest? Ne, lass uns mal gerade mal nach den Quests schauen. Dann gucken wir nochmal nach, ob einer von den beiden... Hallo, Edwin. Hallo, Reisender. Kann ich mir etwas helfen? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus verwüstet hat. Ja klar, kannst du gerne haben. So, wer möchte noch etwas? Ach, ihr habt auch einen Brunnen mittlerweile. Bretzeburg. Was willst du? Ich bin am Brunnen. Kann ich dir das helfen? Du siehst ein bewährter Kämpfer aus. Kannst du uns helfen? Was geht hier vor? Wo liegt das Problem? Nachts können wir schreckliches Heulen hören und wir schlafen kaum. Wärst du so freundlich, diese Wölfe loszuwerden? Nee. Nee, das war auch nicht schlecht gewesen. So. Wir hatten übrigens hier beim Kochen haben wir eine Fähigkeit bekommen. Wir können was weiteres. Baumeister? Nee. Handwerksexperte? Schnelleres Handwerken? Werkstatt und Schmiede? Jo, ist ganz nett. Kochexperte, schnelleres Herstellen an der Schenke. Schnelleres Bauen, Effekt addiert sich zu... Schnelleres Bauen, ja komm. Bist du dir sicher? Oh, wir haben noch einen. Cool, wir haben zwei bekommen, oder was? Nähexperte, Baumeister, langsamer Haltbarkeitsverlust. Ja, ey, ganz ehrlich, 5% und so, das ist alles so... Ach... Zweimal geübte Baumeister. Das ist die Ausdauer. Das sind im Endeffekt Fertigkeiten, die brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Achso, guck mal. Der Familienstreit wird am nächsten Tag erst geklärt. Wiederaufbau. Oh, geil, Bautechnik, Bautechnik. Wir brauchen Bautechnik. 16, boah, 24 Stämme. Ja, warum willst du nur so viel? Was geht hier hinten? Was fliegt denn da hinten für Asche oder sowas hoch? Nach der Jahreszeit. Wir sind jetzt am Anfang der Jahreszeit. Steine. Pass mal auf. Das sammeln wir jetzt einfach mal hier ein, oder? Wie ist denn... Sehen wir...
Mit unserer Sicht sollten wir auch Steine mittlerweile sehen, oder? Komm, das ist ganz gut. Wir haben den Steinblick. Es gibt den Silberblick, aber wir haben den Steinblick. Sah eben aus wie so ein Straußenei. Aber ist schon besser. Erinnert ihr euch noch, wie wir teilweise rumgeirrt sind und die Sachen gesucht haben? Vor allem hätten wir hier neben gerade, das wäre für mich hier so ein Fake-Stein. Ich hätte gedacht, oh, geil, ein Stein. Dabei ist es gar keiner. Ja, ja, weil das Spiel einfach keine Gnade kennt und uns übelst verarscht. Oh, wir haben bald die 16 Steine. Oh, wir haben sie sogar jetzt schon. Dann sollte ich... Die Bärenbüsche des Schreckens. Ja, wollen wir hier... Was sagt denn unser Inventar? 19 Kilo geht noch. Boah, ist das schon ein fetter Baum. Komm, machen wir hier oben mal die Tannenblatt. Wachsen ja nach. Ist da auch die Animation anders? Sieht die Axt anders aus? Irgendwie kommt mir da was anders vor. Wir lassen den Stamm natürlich stehen. Inventar sagt uns... Okay, 10 Kilo gehen noch. Hier wäre dann der Ausdauerverbrauch für die Axt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Runter! Ja, jetzt sind wir überladen, ne? Okay, komm, dann bringen wir ihm das gerade mal. Die 120 Bautechnik, Leute. Technologie. Bautechnik. Ja, das sind dann, da kommen wir auf 3,9 dann. Und denkt dran, wir brauchen 5000 für die Mine. Aber... Hä? Was? Bei was denn? Habt ihr eben gerade... Was wurden eben... Nahrungsmittel... 1000 wurde gerade überschritten. Also Landwirtschaft, es gilt sich auf jeden Fall. Krass. Nahrungsmittellager 2. Ein Lager, alle Vorgänger durch Nahrung, die von der Arbeit gesammelt werden, werden hier gelagert, geräumt, stabiler gebaut als der Vorgängerversion. Alle Lager desselben Typs. Okay, das wird einfach dann halt aus richtig Holz sein. Ist die Frage... Wieso habe ich jetzt gerade bei dem... Okay, ich habe eben gerade gedacht, rechts neben so... Wieso habe ich denn da nichts drinstehen jetzt bei dem Quest? Was ist er denn? Ah, toll, im Haus versteckt, ja? Hier sind schon mal ein paar der Materialien. Yeah. Okay, da hättest du gerne noch 18 Baumstämme. Kriegst du. Besorge ich dir, mein Lieber. Und zwar hier oben. Muss aufpassen, nicht, dass wir in die Arme der Banditen laufen. Aber ich glaube nicht, dass hier oben direkt neben dem Dorf welche sind. Ich würde die ja gerne mal sehen. Ich bin gespannt, wann wir ihnen begegnen. So, Edith hatte ja noch den Tipp gegeben, man soll mal gucken bei den Ressourcen rechts unten, wäre irgendwie zu sehen, wo sie gelagert werden oder sowas. Muss ich mir mal anschauen. So, komm, gib mal her. So, 6 Stück haben wir jetzt, oder? Wie brauchen wir 12? Ne, 18. Tut mir zwar leid, dass ich die ganzen Fichten hier aus dem Blatt mache, aber wächst ja nach. Wobei, Fichten, Ahorn ist mir sogar noch lieber. Jetzt sind wir bei 10. Wird schon wieder dunkel, oder was? Ich bin mal gespannt, wir müssen beim Herold vorbei. Ich würde mal gerne unsere Frau mal hinschicken und ob die uns dann mitteilt, was der Herold für Aufgaben hat. Dann brauchen wir nicht selber hinzulaufen. Er kann die aber nicht kochen, oder? Oder sie sagt es direkt dann so, dass... So, wow. Komm, so, wo bist du, mein Lieber? 45 Meter. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir einen anheuern. Wen? Wir müssen nochmal gucken, ob wir jetzt eigentlich... Kriegen wir... Was haben wir? Wir haben 15,47 Geld.
Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt mal gucken können. Ich strafe mal wieder ein bisschen schneller durch die Gegend. Haha. Ach, ist er hier? Nee, ist der Falsche. Hä? Ach, jetzt mach. Dass ich manchmal so irgendwie mich voll verlaufe. So, bitteschön, gib mir die Bautechnik, mein Lieber. Ah, was? Ach nein! Ein Stamm fehlt. Hier. Kriegst du. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mehr als genügend hatten, aber. Komm, fall um. Ich komme nicht. Aua! Ah, ich habe auf dem Kopf liegen. So, komm, und jetzt Bautechnik bitte. Das sollte alles sein. Du bist so gut. Wiederaufbau eines Hauses. So, was brauchen wir denn? Wir hatten. Grundsätzlich sollten wir mal schauen. In der Verwaltung unserer Häuser. Wir haben ein Wohnhaus, in dem wohnt niemand, gell? Das heißt, wir können Mann und Frau aufnehmen. Wäre grundsätzlich cool. Die fressen uns dann wieder die Haare vom Kopf, aber ich denke, das geht jetzt auch alles. Ich kann mal gucken, wie viel Geld. 14,51 haben wir gesagt, gell? 15,47. Was war das? Merken wir uns mal die 47. So, Personal. Personalverwaltung. Sollten wir jetzt einfach mal grundsätzlich schauen, wer was braucht, wo jemand bald schwanger wird, was heißt schwanger, bald schwanger wird, bald ein Kind bekommt, also schwanger sind die ja schon. Da fallen ja drei Stück jetzt bald wieder aus, aber andere Mütter werden dann, wobei haben wir jemanden gerade als Mutter? Eine? Das heißt, wir bräuchten sowieso zwei, die die Berufe hier ersetzen. Nähe ist jetzt nicht so schlimm, Holzfäller, denke, da haben wir auch genug von. Ja, wir haben zwei Holzfäller momentan. Das heißt, wir bräuchten... Ne, drei Holzfäller haben wir. Aber einer fällt aus. Also Holzfällen wäre gut. Ein Bergarbeiter fällt auch jemand aus. Das ist auch also im Endeffekt jemand, der auf jeden Fall gut im Bergbau ist. Weil die meisten, die im Bergbau gut sind, arbeiten auch im Bergbau. Wir bräuchten jetzt auch gute Diplomaten mittlerweile. Für den Markt dann, ja. Wie sieht es denn hier in der Reihe aus? Dann haben wir auch nicht so viele Leute, die das gut können. Also, vorletzte Reihe. Also Fischen und Bergbau wäre cool. Haben wir jemanden, der beides kann? Bergbau und Fischen, cool. Frieda kann das. Er kann auch, aber, ja, schade. War eben nicht noch. Frieda, komm. Du siehst doch ganz nett aus, oder? Was hast du denn sonst gehört? Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung zu bauen. Klingt das wie das, was ich gesucht habe? Kriegst direkt ein Haus. Mal kein Wasser, kein Dings zu essen, nix. Aber kein Problem, Frieda. Und wir haben eine Errungenschaft sogar bekommen. Was gerade das war, ich habe gar nicht geschaut eben. So, erstmal kriegst du ein Zuhause. Dann haben wir eben gesagt gehabt, entweder der zweite, wir haben zwei Bergarbeiter. Ein Bergarbeiter wird bald wegfallen. Was kann sie denn in der Zwischenzeit arbeiten? In der Werkstatt aushelfen? Scheune. Brunnen. Küche ist halt Produktion. Ist sie denn gut da drin? Gewinnung und Überleben und die Küche geht auf was? Auf was geht die? Das geht doch eher auf Produktion, ist das eher, oder? Also Küche eher nicht. Ah, wir könnten auch für die Viehzucht, kannst du das? Landwirtschaft kannst du leider nicht. Wir brauchen dann noch einen Mann, der gut für Viehzucht ist, wenn wir unseren Schweinestall bauen. Ach guck mal, im Grabungsschuppen können zwei arbeiten. Der ist doch perfekt, dann kannst du schon mal im Grabungsschuppen arbeiten. Aber nicht im Radowitz-Schuppen, sondern im zweiten Grabungsschuppen, weil genau Leopolda da eh bald ausfällt. So, bitteschön. Dann viel Spaß bei uns im Dorf. So, und jetzt ist die Frage, genau, gehen wir mal zurück und quatschen mal mit unserer Frau, ob die uns den Herold klar machen kann. Ein Familienstreit am nächsten Tag kriegen wir auch noch hin. Wie spät haben wir denn? 18:22, wir können sogar theoretisch bald schlafen gehen. Inventar, haben wir was verkauft? 15:47. Achso, ist sowieso Feierabend gerade. So, reparieren. Wir haben kaputte Häuser.
Und bald werden auch die Werkzeuge wieder ausgehen und so. Ja, ja, ist hier ein ewiger Kreislauf. Der Kreislauf der vielen Arbeit. Wer kennt es nicht von zu Hause? Was macht das, Entschuldigung, was macht das Viehfutter? Wie viel? Ist noch genug da, oder? Ach, guck mal, gehen die... hochteleportiert. Oh, Entschuldigung. War geil, die kommen alle heim. Daran können wir wahrscheinlich auch sehen, ob alles... Gehen die kleinen Küken? Ach, die haben ihre eigenen. Boah, das Küken hat mich zur Seite geschubst. Ach, mal gucken, wie das jetzt hochjumpt. Komm, komm, es nimmt Anlauf. Naja, Anlauf kann man nicht sagen. Guck einmal nach rechts. Nochmal kurz picken, ob noch ein bisschen Rest ist. Und jetzt jump hoch, komm. Also ein Nest ist frei. Außer ein Küken wäre noch draußen unterwegs. Das heißt, wir können wieder eins bekommen und wir haben ausgewachsene Hennen, 4 Stück. Wir können bald wieder welche verkaufen. Da sehe ich schon was Kaputtes. Die Fischerhütte war erst ganz neu. Wenn da was kaputt ist, dann sag ich mal, es ist mit in Bangladesch, oder? Okay, alles gut. So, was brauchen wir denn da oben? Pass mal auf, ich weiß jetzt schon. Es war eine Stockwand. Oh, da war das eine Holzwand. Wir nehmen mal beides mit. Liegt noch ein Stock irgendwo? Oh, das ist ein Holzbalken. So, da drüben haben wir noch was. Das sind Bretter, ja, wahrscheinlich dann. Ja, ich denke mal Bretter. 3 Bretter. Oh, Entschuldigung, aua. Ich... festgehangen. 3 Bretter kriegst du. Ja. Ich krieg der kleine Brett hier. Da, 3. Und dann sollten die Hütten doch wieder in Schuss sein, oder? Nicht, dass wieder alle unzufrieden sind. Weil wieder irgendwo was kaputt ist. Oh, schon wieder. Idee da. Hilfe. Hilfe. So, 100%. Das sieht so aus hier wegen der Beleuchtung, dass es kaputt wäre. Ah, der Schein trügt. Okay, alles gut, alles ganz. Weiß ist nur der Hans. Da oben ist auch alles in Ordnung mit den Hütten. Rückwand. Auch gut. Forschender Blick des Meisters. Das war gut, dass jetzt auch... Hä? Was ist denn das da unten gewesen für ein Balken für Handwerkskunst oder was der sich da abgenutzt hat? Was war das gewesen? Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Ich dachte eben gerade, ich hätte was Rotes gesehen. Wir sollten schlafen. Wir sollten schlafen, Leute. Auch alles in Ordnung? Gut. Okay, ab ins Bettchen. Und dann fragen wir am frühen Morgen direkt mal unsere Frau, ob sie mal mit dem Herold reden könnte. Dann brauchen wir nicht hinzulaufen. Vor allem so weit oben hier. Das kann mal schön... Die Friederike wollte schon sagen, na, unsere Sibora machen. Sibora, Sibora, Mexiko. So, ab in unser Bettchen. Mit dem Hammer in der Hand und alles so. Feuer und alles. Feuer und Flamme. Unser Sohn ist nicht da, unsere Frau ist nicht da. Egal, ich gehe... Was? Nein, bis zur nächsten Jahreszeit. Das war cool, man kann direkt die nächste Jahreszeit überspringen. Halt, stopp, Schatz. Willst du etwas zum Knabbern? Probier das mal. Ein Apfel, dankeschön. Gefallen bitten. Willst du mal, könntest du Herold bitten, dass wir den Auftrag des Königs... den Herold mitteilen? Es wurden keine Wünsche des Königs geäußert, Dummerchen. Oh, ich kleines Dummerchen. Have a good day. Das heißt, der Herold ist aber da. Das heißt, wir sollten den Herold... Was ist denn da? Ach, nächster Tag, Adalbert. Was gibt's da? Adalbert. Hat's geklappt mit dem Kuchen? Kriegen wir dafür irgendwie Produktionstechnik zufälligerweise? Oh, sie steht hier. Ich dachte, er umarmt sie von hinten so voll. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Ich wollte dir nochmal dafür danken, dass du deine Ehe gerettet hast. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas von dem Obstkuchen gemacht, bei dessen Zubereitung du mir geholfen hast. Oh, gar kein Problem. Ich freue mich, dass ihr wieder zusammen seid. Okay. Familienstreit ist beigelegt. Ich brauche was zu trinken. Kann ich das direkt aus dem Brunnen trinken? Wir testen das jetzt mal. Ah, nee, geht nicht. Okay, ich gehe runter ans Wasser. Das ist ja für mich absolut in Ordnung. Okay. Hier wird nicht gearbeitet auf dem Feld.
So voll erstaunt. Liegt an der Jahreszeit, glaube ich. Und Hunger ist auch nicht so schnell hochgegangen. So, was steht denn jetzt an? Wir könnten ein bisschen weiter verputzen, bis das der Winter, wenn er kommt. Unsere Frau ist nicht hier. Die haben noch keinen Arbeitsbeginn. Wie sieht es mit den restlichen Hütten aus? Die sind alle... Das ist so ein Spanner hier. Willst du diese Bohrer da drin beobachten, oder was? Hier hatten wir hier oben, die waren fertig. Vorne am Weg war noch was. Ach, ihr wollt mal am Marktstand vorbeischauen. Wie das jetzt aussieht, müssen wir warten, bis 8 Uhr ist, aber damit wir das auch sehen. Dann das Lebensmittellager. Ich würde es gerne durch ein Zweier-Lebensmittellager ersetzen. Geht leider nicht. In der Kräuterhütte arbeitet sie, oder? Jetzt wollte ich mal gerade gucken, den Gegenstand, wo er gelagert wird, das wollte ich schon noch gucken. Apfel. Ah, hier steht es. Dann müssen wir mal gucken, wie das mit Werkzeugen und sowas ist. Die werden einfach im Lager dann gelagert, oder? Materiallager. Bei was waren wir uns denn unsicher gewesen? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, hier die Scheune. Die Felder oben voll, die Karottenfelder. Dann lasst uns doch mal nebendran weitere Felder anlegen. Wow, richtig krass. Oder wäre es ein riesen Karottenfeld? Genau, beim Saatgut müssen wir nämlich nachgucken, wo es hin muss. Da wäre es noch ganz wichtig. So, jetzt könnten wir mal hingehen und lasst mal schauen. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. So, würde das... Das lässt automatisch einen schmalen Weg dazwischen. Brauchen wir so ein... Was ist denn hier mit so einem... Das geht nicht genauso wie breit wie das andere, gell? Oder sieht es nur so aus? Nee, das wird größer. Warum denn? Würde ich mal gerne wissen. Da ist es alles auf einer Linie. Warum ist das hier nicht auf der Linie? Gebäude, Landwirtschaft. Ach doch, das geht. Guck mal. Wie war das? Haben wir hier einen Weg dazwischen? Da ist ein schmaler Weg, ein schmaler Pfad dazwischen. Dann machen wir hier ein kleines. So eins. Das ist dann 3x4. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Hier mit dem schmalen Weg dazwischen. Dann können wir hier nochmal. Sollen wir hier. Ja, halt, warte mal, müssen wir. Was wollen wir denn hier anpflanzen? Es müsste jetzt eigentlich ja direkt zu einem Feld verarbeitet werden von unserem Mitarbeiter. Ja, es geht wirklich hoch, die Landwirtschaft, krass. 113,2. Achso, ich wollte nach dem Markt gucken. Ich bin gespannt, ob jetzt gleich einer hier auftaucht. Wir müssen eigentlich noch jemanden fürs Feld holen dann, oder? Dann müsste eigentlich anfangen, das umzurechnen, das Feld, dass es nutzbar ist. Es ist sehr klein halt. Wäre es besser, wenn da Obstbäume gewesen wären, anstatt einem Feld? Ne, komm, mach ruhig Felder hier hin, oder? Cool. Geil. Richtig so als Bundle. Oh, die Armbrust. Gib mir die Armbrust. Gib mir die Armbrust. Gib mir die Eisenwerkzeuge. Oh, geil. Äxte und so. Wird mir voll gefallen, so auch im Mittelalter hinzugehen hier. Oh, ich möchte diesen Bogen haben. Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr von diesem Stand gerne haben, wenn ihr das so seht? Würdet ihr gerne so eine, hier so ein Wurfspeer oder was mit so einer eisenfetten Eisenspitze? Eine Steinaxt oder eine Sense? Jetzt mal mit, passt mal auf, mit Blick auf die damalige Zeit. Ihr seid jetzt in der Zeit zurückgereist, ja, und ihr könnt euch einen Gegenstand nehmen. Welchen Gegenstand würdet ihr nehmen? Ich sag mal, man, ganz ehrlich, man tendiert direkt dazu, so, oh, egal, eine Armbrust oder so, gell? Aber überlegt mal, im Mittelalter, ja, das heißt, um was zu arbeiten oder sowas, denke ich mal, dass da hinten so eine Axt oder so eine sehr gute Wahl wäre, was zu machen, weil mit der Axt kann man auch Holz hacken, man kann Sachen klein machen, man kann Sachen verarbeiten und sowas. Ich denke mal, ist vielleicht sogar besser als die Armbrust. Armbrust würde einem Essen garantieren halt, ja.
Was würdet ihr nehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, übrigens Zeit für die nächste Folge, ja? Haha, also macht's gut. Danke fürs Einschalten. Euer Onkel Bogi. Ciao.